Wisst ihr was? Ich finde keinen relevanten Bündnispartner. Und darum gehen wir auf matrilinear. Also wir heiraten in unserer Familie ein und holen uns Eigenschaften, vererbliche. Und dann verheiraten wir die Kinder in unserer Familie. Ist doch ein Deal, oder? Schön. Hier haben wir ein Genie. Weißt du? Dann können wir doch das ein bisschen, die Habsburger Lippe-Methode. Hier haben wir einen, der ist ein Genie. Oder hier haben wir einen, der ist wunderschön. Und ich glaube, das ist eine gute Idee. Der hat sogar Ansprüche auf Irland. Sie ist ja schon ein Genie, ne? Genau, sie ist schon ein Genie. Ich glaube, ich brauche also Herkules wäre cool. Wunderschön wäre gut. Wir nehmen wunderschön. Wir nehmen wunderschön. So. Und das ist der Kleinkönig von Connacht. Das heißt, wir haben einen Fuß in der Tür irgendwo in Irland. Chance auf Kinder hoch. Super. Matrilinear. Und zack. Na, dann soll die sich mal freuen. Jetzt, Papa hat ja was geregelt, oder? Schön. Oh, Gottes Willen. Eieieiei. So. Der Hund gibt mir einen Gesundheitsbonus. Ich fasse es nicht, dass ich von einem fucking Reh entstellt wurde. Warum spielst du als Böhmen? Warum nicht? Böhmen ist doch cool. Das Kriegsbeil begraben. Okay. Finde ich gut. Eine ungewollte Schwangerschaft. What? Was denn jetzt? In meiner Audienzkammer spielt sich dramatische Szenen ab. Als mein Freund Graf Lapis behauptet, Mutina, Sohn und Erbe und Rivale von Graf, seine Gemahlin geschwängert zu haben. Warte, was? Also, mein Kumpel sagt, Mutina, Sohn und Erbe von meinem Rivalen, hat seine Frau geschwängert. Graf Kaslav behauptet, es rüstet, es gebe keinen Beweis der Schuld. Und selbst wenn er es war, ist es doch eindeutig die Schuld von Dobrava, wenn sie sich mit jedem hingibt. Oh. 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 Oh, Bruder. Oh. Warum das ungeborene Kind von wird als unehelich bekannt sein? Ja, ist mir noch Latte. Warum kümmert ihr euch um die Scheiße bei mir? Was habt ihr denn für Probleme, ey? Mein Druckmittel ist verfallen. Niedrige Kontrolle in Schaschslav. Und dann machen wir doch mal Kontrolle rein, wa? Ja, ich weiß, ich weiß. Kriegssattel haben wir gemacht. Warum hat unsere Kultur Kriegssattel erfunden? Ah ja, wahrscheinlich, weil wir hier... Wir erforschen immer noch Landvögte. Aber wir kriegen gleich mehr Geld und dann sind die ganzen Negativsachen vorbei. Gott sei Dank. Sehr gut, wir können Kriege erklären.
Coburg. Also Augsburg gehört uns auf jeden Fall. Oh mein Gott, Augsburg hat ja auch einen ganz schönen... Oh Gott, wir haben König Robert als Verbündeten. I remember. Bruder, unsere Verbündeten, ne? Polen, England und wir selbst haben selber noch 5k, die wir reinwerfen können. Aber wir müssen uns erstmal erholen, weil wenn wir jetzt wir müssen unsere Kriegskasse auf jeden Fall voll machen. Wir müssen unsere Kriegskasse voll machen. Okay. Oh! Mein Sohn hat sein erstes Kind geboren. Es ist eine Frau. Mein Sohn hat also nichts gemacht von Relevanz. Weil wir können mit Frauen in diesem Szenario irgendwie nichts anfangen. Lol, XT. Okay, aber wir werden sie... Vorgeschlagener Handel, dieses schimmernde schwarze Fell und dazu noch gut abgerichtet. Ich habe noch nie einen prächtigeren Hund gesehen. Mein Sohn und Erbe Michael streichelt Jürgen nachdenklich. Er sich wieder mir umdreht. 70 Gold sollten genügen. Nee, ich behalte ihn. Ich behalte Jürgen. Das ist mein Jürgen! So. Wir können Hof halten. So. Jetzt muss ich ganz kurz mein Sohn seine Tochter unterrichten. Die hat übrigens Schübsch und Kerngesund als Bonus. Und kriegt deswegen... Boah, mal gucken. Wir lassen die mal Richtung Diplomatie gehen. Ja, unsere Druckmittel sind gerade noch ein bisschen weird. Oh, wir haben einen Hirsche. Wir können Hirsche jagen. In der Grafschaft von Saas. Das können wir gleich machen, eine Jagd in der Grafschaft. Wo ist die? Nee, das Lager lehnen wir ab. Ist zu weit weg. Prachtreise machen wir nicht. Huldigen machen wir nicht. Das machen wir nicht. Die Jagd, da müssen wir 290 sparen. Niederlothringen hat gegen Rothenburg gewonnen. Wann gliederst du Dresden ein? Oh. Der Baron von... Bedrich muss mehr Steuern an uns abdrücken. Let's go. Das ist mir noch egal, ob das der Hund gemacht hat. Alter, 17,4. Das ist schon sehr gut. Helois, Lerte, wählen die, was, vulgär-doxische Sprache? Hä? Was für eine Sprache? Meine mächtigen Vasallen sind alle zufrieden. Ah ja, jetzt habe ich Landvögte bekommen. Das heißt, ich habe jetzt mehr Bauslots. Jetzt muss ich unbedingt das Interesse wechseln. Hochmittelalter.
Wir wollen. Entwicklungszuwachs. Was ist denn wichtig? Was ist im Hochmittelalter wichtig? Heraldik vielleicht? Aber das haben wir ja schon. Oder bin ich bescheuert? Wir haben schon. Wir haben doch schon. Warum? Wir brauchen das ja nicht mehr. Weil ich Böhmen bin. Kriegsvolk klingt geil. Ritterstand. Ritterstand auch wild. Ich glaube, Entwicklungszuwachs ist krass. Aber wir machen Ostsiedlung. Lebensraum Ost. Oh mein Gott. Böhmen, what the fuck? Das ist noch krasser. Haus Senix ist drin. Wir haben Haus Senix schon. So, wir müssen weiter Geld sparen. Ein trauriger Tag. Oh nein! Ich werde dafür sorgen, dass ihr für immer an meiner Seite seid. Ich krieg das Fell von Jürgen? Oh, ich weiß ja nicht, Digga. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob wir das fucking Fell von Jürgen wollen. Nee, fühle ich nicht. Das fühle ich nicht. Oh, warte. Wir haben Prachtturnier. Oh, wo ist es? Oh mein Gott, das ist direkt nebenan. Wir schließen uns dem Turnier an. Mit der Absicht zu gewinnen. Ja. Ja. Ja, lass uns da reingehen. Prachtturnier ist immer mega geil. Da gibt's Geld, da gibt's Prestige. Piety, Bekanntheit. Eine gewöhnliche Delikatesse. Herr, dieser Bauernfraß ist euch nicht würdig. Wir haben zu Hause viel feinere Speisen. Oh mein Gott. Ich fasse es nicht, dass ich diesen Fraß fast gefressen hätte.
Oh mein Gott. Sehr gut. Danke, mein Lord. Bogenschießen. Chat, das ist unser Ding. Wir wollen uns in den Turnieranlagen umsehen. Der lange Weg zum Sieg. Meine Ritter stehen für die heutige Übungseinheit bereit. Ihre Knappen sind mit Ausrüstung beladen und Budislav und ich stehen vor der gesammelten Truppe. Ritter, falls ihr etwas nicht wisst, dann bitte demütigt, dass man es euch beibringt. Ich meine, es ist der König, den wir gemeinsam repräsentieren, also lasst uns auch gemeinsam nach Rom streben. Beobachtet unsere Gegner, um ihre Schwäche zu lernen, weil wir schon mal den Triumphvorsatz haben. Let's go. Beides sehr gut. Wir sollten in beiden sehr gut sein. Gucken wir uns mal die Gäste an. Der König von Kroatien ist da. Der Herzog Dietrich II., a.k.a. der Glöckner von Oberlothringen. Der Prinz von England ist hier, der besoffene kleine Ficker. Na? Herzogin Mathilde, die Lasterhafte von Luxemburg. Mhm. Oh mein Gott, rachsüchtig und sadistisch. Okay. Geil. Wir wollen hier mit dem Triumph rein, ja? So. Gefiederte Unterhaltung. Okay, es geht jetzt los, Chat. Wettbewerb Bogenschießen beginnt. Es ist Zeit, auf uns zu wetten. Ich setze auf mich selbst. Die Tragödie am Schießplatz. Ich trete eine Linie vor, ziehe einen Pfeil aus dem Köcher und spanne vor sich meinen Bogen, um am Schaft entlang des Ziels der Ferne zu blicken. In dem Augenblick, in dem ich den Griff von meiner Sehne löse und sie losschnellen lässt, tritt plötzlich jemand hinter der Zielscheibe hervor. Der Schuss ist zielsicher und der Pfeil fliegt kratzengerade in der Linie auf den Menschen zu. Ein Raunen geht durch die Menge und in scheinbarer Ewigkeit kippt die Gestalt leise stöhnend um. Ein Diener bestätigt schon bald die schlimmsten Befürchtungen. Der Bauer ist recht tot und für diesen Fall gibt es keine Punkte. Keine Punkte? Aber ich habe doch getroffen. Wir lassen uns doch voll nicht den Spaß verderben. Zicke, zacke, zicke, zacke. Schlecht. Okay, wir kümmern uns um die Familie. Wir kümmern uns... Oh Gott. Seid gegrüßt, mein unversöhnlicher Vasall. Ich hoffe, ich habe keine andere Wahl. Ich muss meine Berufung als Ratsmarschall des Heiligen Römischen Reichs mit sofortiger Wirkung zurückweisen. Was? Der Kaiser, Digga? Oh. Die Banner flattern und wirbeln umher, als ich vortrete, um den Wind umtost. Was?
um windumtost meinen Schuss abzugeben. Staub wirbelt an mir vorbei, als ich einen Pfeil auf die Sehne lege und den Bogen spanne. Bei dem scharfen Wind tränen mir die Augen. Ich warte, bis er nachlässt. Ich warte weiter. Ich glaube nicht, dass er nachlassen wird. Ein bisschen Wind wird mich nicht aufhalten. Oh. Weil ich so krass bin. Warum ist die Königin schon wieder schwanger? Ich bin nicht mal da. Ich gewinne, der Sieg ist nah. Sieg des Wettbewerbs. Nach zahlreichen Prüfungen, einigen Beschwernissen und vor allem viel herzgeführten Wettstreit stehen unsere drei Bestplatzierten fest. Ich habe gewonnen. Meine Wette, meine Prestige, scharfes Auge. Let's go. So, und jetzt der nächste. Ach so. Meisterhafte Philosophin. Das ist die Königin von England, die kommende. Ja. So, wir versuchen uns mal auf den Ringkampf vorzubereiten. Wir versuchen, die Technik zu studieren. Ihr habt nichts gelernt. Okay, schön. Ach, verführen bei ihr? Hä, das ist meine Tochter, Digga. Das ist ein bisschen zu nah dran. Oh, Frauen auf unserem Turnier! Weg damit! Alter, Bro, das ist aber auch echt ripped, würde ich sagen, ne? Jetzt wird's krank. Ringkampf beginnt. Ich habe eine Wette zu platzieren auf mich selbst. Dalibor landet auf mir und zwar richtig heftig, als sein Wurf mich zu Boden schickt. Sofort beginnen wir beide, um eine vorteilhafte Lage zu ringen. Ich versuche, ihn von mir herunter auf den Rücken zu drücken. Er hingegen möchte die günstige Gelegenheit, die sich ergeben hat, voll ausschöpfen. Dalibor zwängt mir einen meiner Arme unter dem Knie, beginnt daran zu arbeiten, den Kampf ein Ende zu machen. Verzweifelt teste ich nach meiner freien Hand nach irgendwas, was sich nutzbringend für mich einsetzen lässt. Halbblind vor lauter Dreck im Gesicht spüre ich in der Luft meinen Finger, danach den raunen, groben Stoff eines Ringertrikots und dann plötzlich eine Arschritze? Wenn ich nicht bald was unternehme, ist der Kampf so gut wie verloren. Ich werde ehrenvoll verlieren, wenn ich doch schon verlieren muss, oder? In der Liebe und beim Ringen ist alles erlaubt. Ihr haltet den Spitznamen der Schmutzige. Chat? Arschbohrer? Ist es der Arschbohrer? Ich weiß nicht. Ich will aber auch nicht der Schmutzige genannt werden. Das muss ich mal auch sagen. Ich habe wirklich kein Interesse daran, der Schmutzige genannt zu werden. Send it.
Es sind nur 5 Jahre. Wie, ich werde nur 5 Jahre der Schmutzige genannt? Da steht da nicht. Das ist einer von meinen. Ich werde ihn nicht arschbohren. Jetzt weiter. Festgenagelt. Der Arschbohrer wurde abgelehnt, Chat. Die Menge verlangt nach Blut. Und als ich nach vorn taumel, um mich von meinem Gegner neu zu stellen, ich wische mir ein rotes Rinnsal von der Stirn und überdenke den nächsten Kampf nach. Einfach und sicher lautet die Devise. Oh, ich glaube, wir haben gewonnen. Nein. Es ist ein Unentschieden. Verblüffend. Hä? Was ist denn? Was bedeutet das? Arschbohrer wäre Win gewesen. Aber wir sind immer noch im Ringkampf. Unsere Ritter kämpfen. Unentschieden? Sieger des Wettbewerbs. Budislav ist unser Sieger. Oh Mann. Ich hätte ihm einen Arschbohrer geben sollen. Oh Mann. Das hat doch keiner ahnen können. Alter, mein Kampfgeschick ist insane. Und trotzdem habe ich verloren. Oh. Euer Mitteilnehmer ist verstorben. Ja, mir egal. Reise, geheimes Geflüster. Nee, gemeines Geflüster. Ich habe ihn gerade gedemütigt. Dreckschwein. Bildung? Architektenzeichnung. Tempelgebäude Bauzeit. Ach so, das ist mir scheißegal. Wir haben auf jeden Fall wieder einiges an Geld. Leider haben wir den zweiten Bereich des Turniers nicht gewonnen. Aber wir sind wieder da. So, mein Vormund ist gestorben. Bildung. Die Steuern wieder senken? Nein. Die Steuern bleiben schön genauso hoch. Nee.
Okay, endlich. Goldene Pflichten sind, glaube ich, Druckmittel gegen Bezahlung. Ah. So. Okay. Ja. 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 Schön. So, und jetzt kann ich meinen Ratsmarschall an... Wer ist das denn? Warum ist denn der so schlecht drauf? Wir nehmen jetzt die... wo sitzt der Kaiser? In Dürn. Das ist die Hauptstadt... Klingenburg, kriege ich die da hin? Ja. Meine Tochter. Herkules. Krass. Kind unterrichten. Dietrich macht es. Und die wird Verwaltung. Kriegsorden gründen finde ich nicht so geil. Digga, ich bin gerade Kaiser geworden. What the fuck? Okay. Es laufen auch die ganze Zeit noch Erbschaften durch, ne? Ich habe einen Spion geschickt. Also kein Assassin. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Guck mal meine militärische Stärke an jetzt. Die 16 Riesen. Oh nein, der Kaiser von fucking... Ihr habt das Heilige Römische Reich erhalten. Okay... Now it's getting interesting. Oh mein Gott. Fuck. Ach du Scheiße.
Gott sei Dank habe ich dir nicht den Finger in den Po gesteckt. Jetzt mal ganz ehrlich, stellt euch mal vor, was passiert wäre, wenn ich mit dem Titel der schmutzige Kaiser gewesen wäre. König von Böhmen, man kennt ihn durch seinen außergewöhnlichen Kampfstil. Okay, warte mal. Das ist jetzt richtig, richtig schlecht. Nachfolger nominieren. Mein Sohn ist als Nachfolger erstmal nominiert. Wir haben leider Wahlen. Ich muss jetzt hier ändern. Ach du Scheiße. So viele Vasallen. Ich kann Haus Senix jetzt aber nicht mehr benutzen, ne? Heraldik. Mache ich denn das jetzt?